zu meinem heutigen Video. Ja, heute bin ich hier Bad Dürheim-Saliensee und laufe Richtung da hinten nach Richtung Hochoemmingen. Und ihr seht hinten kein Herbst, sondern wir haben schon den ersten Schneefall hier im Schwarzwald. Wir sind hier eher Schwarzwald-Bar, also ein paar Kilometer müssen wir weiterfahren, dann wären wir im Schwarzwald. Und ja, wenn man halt so viel Licht hat, Sonne und Schnee, was ja auch eben die Sonnenstrahlen wieder reflektiert, haben Kameras einiges zu tun. Und ja, viele von euch tragen ja auch, wenn Schnee liegt, eine Sonnenbrille. So ähnlich machen wir das mit der Kamera hier auch. Ich habe nämlich auf meinem Pocket 3 einen ND-Filter von der Firma Start RC drauf. Und zwar habe ich jetzt gerade den 32er ND inklusive. Da ist auch ein Polfilter mit dabei. Ja, und die haben mir den zugeschickt. Deswegen werde ich jetzt auch dieses Video als Werbung hier kennzeichnen. Und ich werde euch mal erklären, warum so ein ND-Filter bei solchen Verhältnissen wichtig ist. Aber erstmal ein paar Eindrücke von der Region. Ja Leute, jetzt sitze ich hier mitten in der Natur, habe hier so eine Scheune gefunden mit einem schönen Sitzplatz. Ich meine, es ist Sonntag, ich war heute Morgen schon mal hier unterwegs und es sind relativ viele Leute draußen. Jeder genießt die Sonnenstrahlen. Wir hatten die letzten paar Wochen nur Regen, deswegen ja, gab es auch nicht so viele Fototouren. Heute ein bisschen Sonne, aber dafür Schnee und es ist ja im Schatten ziemlich kalt. So direkt in der Sonne kann man es eigentlich gut aushalten. Ja, ich habe jetzt hier ND-Filter für die Pocket 3 bekommen von der Firma Start RC. Ich verlinke es mal, ist ein Affiliate-Link, Leute, für euch wird es nicht teurer. Ich verdiene ein bisschen dadurch. Und wenn ihr mich auch noch unterstützen möchtet, da gibt es auch einen PayPal-Link, wenn ihr da was spenden möchtet. Ich würde mich freuen. Und so kann ich auch eben alles in meinen YouTube-Kanal eben investieren und euch mehr Videos liefern. Ja, warum ist denn, ja, sag ich mal, es so wichtig, auch wenn man richtige cinematische Aufnahmen machen möchte, ND-Filter einzusetzen? Besonders beim Filmen ist es dann wichtig, wenn man eben diese natürliche Unschärfe haben möchte. Also ich nehme jetzt hier auf mit 4K und 50 Frames. Da gibt es eben so eine bekannte Regel, wenn man 50 Frames hat, dann nimmt man das mal 2 und stellt dementsprechend den Shutter Speed ein. Also bei mir ist jetzt der Shutter Speed bei 100. Würde ich mit 25 Frames aufnehmen, dann wäre mein Shutter Speed bei 50. Und das ist dann sehr hell, also ziemlich, ziemlich hell. Und ja, das kann dann durchaus sein, dass dann die Aufnahmen so richtig milchig weiß werden. Ich würde es euch nachher demonstrieren. Und besonders, wenn ihr dann so wie heute einen sonnigen Tag habt und dann eben auch ein bisschen Schnee unten, dann reflektiert die Sonne ja nochmal. Also die Kamera muss da mit dem Shutter Speed eigentlich, also wenn ich jetzt hier keinen ND-Filter drauf habe, ist das Shutter Speed bei 400, 500, 4000, 5000. Und dann sehen die Bewegungen richtig scharf aus und das empfinden wir Menschen als unnatürlich, weil wir einfach vom Kino und von der Leinwand, vom Fernsehen eben diese leichte Unschärfe gewöhnt sind. Also es kommt nicht ganz gut rüber. Soll aber nicht heißen, dass wenn ihr in einem Automatikmodus filmt und kein ND-Filter drauf habt, dass diese Aufnahmen schlecht sind. Nur wenn ihr dann tatsächlich hingeht und sagt, hey, ich möchte cinematische Aufnahmen haben, dann empfiehlt sich das natürlich, einen ND-Filter zu benutzen. Bei denen hier, bei den ND-Filtern von Star RC, sind auch Polfilter mit integriert. Die holen praktisch die Spiegelungen aus dem Wasser, vom Fenster, vom Glas oder auch, wenn man möchte, dass die Wolken besser zur Geltung kommen, so ein bisschen mehr kontrastreich, ja, farbreich,
dann ist es gut, dann dreht man praktisch hier, ich zeige mal bei einem, ich nehme mal eins raus, die sind magnetisch übrigens und sehr, sehr leicht einzustellen, das ist die Größe, da ist auch so eine kleine Kerbung, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich habe jetzt das nicht eingestellt, dass das Produkt scharf gestellt werden sollte, auf jeden Fall ist da eine Kerbung und ihr könnt dann praktisch, ich würde empfehlen, dass ihr eben vorher schon mal rüber reinguckt und dann eben hier oben das Rädchen dreht und wenn ihr seht, aha, der Himmel, der wird einfach kontrastreicher, dann hingeht und sagt, hey, passt auf, jetzt tue ich praktisch den Magnetfilter drauf machen. Ich habe hier einmal den 16er, den 32er, den 64er und zusätzlich noch einen 256er ND-Filter. In jedem ND-Filter, wie gesagt, ist der Polfilter mit integriert. Jetzt momentan habe ich einen 32er drauf. Man könnte aber ohne weiteres hier auch einen 64er benutzen. Ich drehe jetzt mal die Kamera um. Ja, und ihr seht, was für eine schöne Aussicht, ne? Also, ja, und ich habe jetzt eben in den Einstellungen 4K 50 Frames und der Shutter Speed ist bei 100. Jetzt würde ich einfach mal hingehen, ohne groß zu zappeln. Einen Moment. So würde das aussehen, Leute, wenn ich, also wenn der ND-Filter nicht drauf wäre. Also ihr könnt euch vorstellen, ich glaube, so will von euch keiner das Video gucken. Deswegen mache ich wieder den ND-Filter drauf. So, zack. Und der rastet auch gleich wieder ein. Und schon sieht es anders aus. Ne? Also hier kann ich die Filmregeln einhalten. Ich kann jetzt hier die Filmregeln einhalten und trotzdem habe ich eben gutes Licht. Und das Gute dabei ist, wenn dieser ND-Filter zu schwach wäre, habe ich im Set gleich mehrere. Und jetzt momentaner Preis ist bei 50 Euro. Wenn ihr im Black Friday oder irgendwie ja, ein Angebot, Rabatttag oder so abwartet, einfach mal verfolgen, kriegt das vielleicht auch für 10 oder 20 Euro günstiger. Ich habe leider keinen Rabattcode gemacht. Mein Partner ist ja ehrlich gesagt K&F-Konzept. Die habe ich natürlich auch angeschrieben. Die haben gesagt, Murat, wir haben dir so viel ND-Filter geschickt, mach erstmal die Videos. Und dann habe ich den, die wissen ja nicht, dass jetzt hier in Deutschland in der letzten Zeit sehr, sehr viel Regen war. Und ja, wir einfach die Möglichkeit nicht hatten, Videos dazu zu machen. Also, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterlaufen. Ich habe hier mein Foto-Equipment natürlich auch dabei. Es bietet sich an, heute Fotos zu machen. Die mache ich dann jetzt auch und dann schauen wir mal, ja, wo es mich heute hinschlägt. Aber auf jeden Fall, hier ist es ruhig. Ich habe mich komplett eben abseits bewegt. Und wenn ich so rüber gucke, sind es gute 20, 30 Leute, die allein jetzt diesen Weg da hoch und runter laufen, von Bad Dürheim nach Hochimmingen. Für die Leute, die sich hier auskennen, nenne ich die Ortschaften. Und es ist halt viel los. Aber unter der Sonne so richtig angenehm. Ja Leute, ich habe jetzt mal eine Timelapse gemacht mit meiner Pocket 3 und mit dem ND-Filter von Start RC und laufe jetzt quer feldein Richtung, da hinten ist so ein kleines Bächle, weiß nicht, vor Jahren war da mal eins, ich hoffe, dass da immer noch eins ist, ich laufe jetzt mal darüber, es sind noch mal so 10 Minuten Fußmarsch. Und versuche da noch mal mein Glück. Ich habe noch ein paar ND-Filter dabei für meine APS-C-Kameras, die ich testen möchte. Da gibt es auch mal ein ausführliches Video dazu. Aber schaut hier mal hinter mir, wie herrlich das ist. Ja, ich bin jetzt total dunkel, sehe ich. Hinten ist hell, ist ja gerade für eine Kamera eine sehr schwierige Aufgabe. Aber so, wenn ich dann so stehe, seht ihr, dass sie das ganz gut macht. Ja, laufen wir mal. Ja, gleich sind wir da. Ich drehe mal die Kamera wieder um. Jetzt bin ich hier an einem Wegweiser. Hungerberg, Saliniensee und Bad Dürheim. Von da komme ich ja.
Und wenn wir jetzt hier auf die andere Seite gucken, das gegen die Sonne, deswegen werde ich euch vorlesen. Ich gehe mal ein Stückchen vor. Also hier links geht es nach Nordtangente, Lordskapelle, Kapwald, Hochemmingen, Waldcafé, Sundhausener See, Öfingen, Geisingen. Nach rechts geht es nach Schwenninger Moos, da habe ich ja einige Videos schon dazu gemacht. Hölzlekönig, Villingen, Königsfeld, Frohnholz, Wittmannstalhütte, Türneberg und Schwenningen. Also wenn ich jetzt in die Richtung laufe, werde ich dann jetzt auch tun. Also wir laufen jetzt dann praktisch hier von Bad Dürheim Richtung Schwenningen. Und schaut mal, Leute, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, lauter Menschen. Die Leute genießen es. Wirklich hier im Wald wird es natürlich dunkel. Jetzt habe ich den ND-Filter mal kurz abnehmen müssen. Laufen wir mal hier quer ein. Wow, seht ihr das hier? Was für ein Spiel. Ja Leute, jetzt stehe ich ein bisschen hier im Dunkeln und ich komme auch nicht mehr weiter, denn hier ist ein Bach oder ein Fluss, ein Bach würde ich ja sagen, oder Fluss. Ja, da müsste ich fliegen, um da rüber zu kommen. Das heißt, ich kann die ganze Sache wieder zurücklaufen. So ist es halt, wenn man mal auch risikoreich unterwegs ist, ne? Ah ja, ich habe mittlerweile auch gewechselt. Ich habe nicht mehr den 32er ND drauf, sondern den 16er. Und ja, habe die Spiegelung wieder rausgemacht, hier eben das Wasser, kann er ungespiegelt fotografieren. Ich zeige es euch mal. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ihr seht den Unterschied. Ich habe einmal das Bild ohne den Polfilter reingemacht und einmal das Bild mild. Und ihr seht dann definitiv einmal mit Spiegelung und einmal ohne. Das Wasser ist hier ziemlich trüb. Bei klarem Wasser könnt ihr dann auch den Untergrund sehen, wenn da Steine sind oder ein paar Wurzeln, dann kommt es sehr, sehr gut rüber. Und manchmal ist aber auch eine Spiegelung schön. Also ich fotografiere auch gerne mal mit Spiegelung. Und ja, das muss man natürlich selber entscheiden, wie man es machen möchte. So, das ist meine kleine Vorstellung von den Start RC ND Filtern. So langsam werde ich jetzt auch nach Hause laufen, Leute. Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bald gibt es auch mal längere Fototouren, bestimmt auch mit Freunden, die ich dann auch wieder treffe und mit denen auch unterwegs bin. Mittlerweile sind wir bei über 7000 Abonnenten. Ja,
Ich spreche hier mal meinen Dank aus. Vielen, vielen Dank, Leute. Und es wird weitergehen mit Niederlande-Videos und natürlich mit weiteren Wohnmobil- und Dachzelttouren. Das alte Dachzelt steht noch zum Verkauf da. Falls ihr Interesse habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja? Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Murat.